Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und somit wieder willkommen zu Projekt No Cash für einen Monat. Das haben wir ja gesagt, dass wir das mal so durchziehen und schauen, uns auch ein paar Fragen damit zu beantworten. Wie lange muss man spielen, wenn man unterschiedliche Sachen macht und so weiter und so fort. Also ihr kennt das ja, habe ich ja im letzten Part schon erwähnt. Vorab gesagt, heute Abend 20 Uhr findet ein Livestream statt. Wir werden den Gildenrun machen. Ihr kennt es ja mittlerweile von meiner Auswertung, was ich oder auch die Chaosbrüder so machen. Und da werde ich ein bisschen was zeigen. Ich habe am Wochenende probiert zu streamen. Das war ja nicht so prickelnd, weil meine Internetverbindung irgendwie immer abgekratzt ist. Da habe ich jetzt was unternommen. Vielleicht klappt es. Mal schauen. Ich hoffe, dass viele dabei sind und dass wir Spaß haben. Wir werden den 21er, 27er und 30er Run machen und morgen am Dienstag werden wir den 35er und vielleicht noch den 24er Run zeigen. Genau, das vorab gesagt. Dann heute werden wir auch noch die Schlangenschatz-Sache auflösen, dass ihr nicht denkt, ich verarsche jeden nur. Auch heute Abend wird es ein paar Giveaways geben im Stream und sonst wird es auch bald, wenn ich meine 5000 Abos geknackt habe, auch noch ein Special geben. Und ja, wir werden sehen. Jetzt werden wir mal schauen. Kann euch gleich sagen vom Fazit, ich fand die Woche sehr entspannt, muss ich sagen. Also irgendwie, das Projekt hat mich ein bisschen angespornt, auch die Sachen, die man im Itemshop hat, auch mal zu nutzen. Ich habe halt immer sonst andere Spiele so nebenher gezockt oder so. Und klar, das hat schon immer Spaß gemacht. Mal habe ich auch ein bisschen was, habe ich schon noch nebenher gespielt. Aber irgendwie hat man dann auch das Zeugs, was man hatte, ja, Schneeleonidas, jetzt das NASA und so, hat man öfters genutzt und man hat einfach mal, ich habe jetzt auch den Höllenturm mal gemacht, da werde ich auch gleich was dazu sagen. Und muss sagen, das Fazit ist einfach, dass auch jetzt mit der 40% Happy Hour, das war eine Versuchung, lustigerweise direkt in das No-Cash-Projekt rein, aber ich kann euch halt sagen, dass ich halt nicht reingecashed habe. Und wenn wir irgendwas kaufen mussten oder so, dann haben wir das ja immer noch mit dem DAO gemacht, was wir schon hatten. Ich habe jetzt zum Beispiel den Schutzstein kaufen müssen und der war auch noch im Budget drin. Also wir haben uns nicht verändert, wir sind noch unter den 3000 DAO. Und sonst Blitzangebote musste ich nichts kaufen und das ist eigentlich alles ganz cool. Also selbst 40% habe ich diesmal gesagt, war irgendwie geil, es da drin nicht zu cashen. Und das Projekt hat mir einfach gezeigt, ich muss auch nicht, wenn ich nicht will, und dann muss ich aber auch zeigen, dass ich halt das Zeugs nutze, was ich kaufe. Das kann man zum Fazit dieser Woche auf jeden Fall sagen. Jetzt schauen wir einfach mal rein, was es da so gegeben hat, und dann gibt es natürlich noch ein kleines Special, was wir sonst so mit dem Höllenturm und so weiter gemacht haben, was das so gegeben hat. So, wir fangen ganz oben an, also Montag haben wir ja klar die 50,11 gemacht, das war Feiertag, 8 Stunden Spielzeit rum. Dann, klar, habe ich auch immer Gnollhöhle AFK gefarmt für harte Leder, das habe ich auch jetzt am Sonntag noch gemacht. Das hat auf jeden Fall gegönnt, irgendwie ist der auch länger gelaufen, da haben fast 50 Leder gefarmt, was im Endeffekt 6 Wonnen sind. Dann Gildenruns, die gönnen immer mehr, weil viele Leute bei uns verzaubern lassen, also gerade die Waffen und so weiter. Da habe ich halt auch gestern wieder einen gehabt, der sein Gifty verzaubern lassen wollte. Und da nehmen wir halt 3 Wonnen pro Erfolg und wenn einer was zurücksetzen will, 2,5 Wonnen. Und wenn einer ein Element switchen will, dann 10 Wonnen. Das sind mal so unsere Fixpreise. Genau, dann Mittwoch natürlich Zodiac. Zodiac hat eigentlich so in der Auswertung am meisten auf jeden Fall gegönnt. Der Schlangenrun an sich haben wir noch gemacht als Special, der Höllenturm. Kann man eigentlich sagen, vom Yang her muss man schon relativ weit hochkommen, gerade auch um die Lederhärte dann zu kriegen, die ein bisschen Yang geben. Aber ansonsten ist der Turm eigentlich eher so ein Nullgeschäft, eine Nullrunde kann man sagen. Man kriegt zwar schon Handschutzeinungen, die man dann auch wieder so für die Handschuhe verwenden kann, die Herstellung eines Handschuhs, aber sonst die Flammen, dann Lederhärter und so weiter, das werden wir auch gleich sehen. Ich habe schon manche Sachen rausgetan zum Verkaufen, da kamen 3 Flammen zum Beispiel raus. Ja, man braucht das Yang halt wiederum für diese Pots und mindestens ein Stapel SDL, dann muss man auf jeden Fall einen Schutzstein mal kaufen, dass man jetzt nicht zu viel Damage abkriegt, auf jeden Fall. Und
Dementsprechend ist das eher so ein Nullgeschäft im Young-Bereich, aber DR-mäßig ist es halt nice, weil man kriegt kleine Segnungen, man kriegt Akzeleratoren, die es ja so nicht mal im Itemshop zu kaufen gibt mit 30%. Die kriegt man halt nur aus dem Glücksrad und ist halt ungemein hilfreich, wenn man halt sein Equip 6.7. abonnieren kann und am nächsten Tag, wenn man wieder spielen möchte, hat man das Equip-Teil halt gleich wieder. Das ist halt, muss man ganz klar sagen, ein riesen Vorteil und deswegen lohnt sich schon allein, den Turm zu machen. Man hat zwar auch ein Zeit-Investment, was nicht gerade wenig ist, also gerade die ersten 30 Ebenen oder 33 Ebenen haben bei mir zumindest 4 Stunden gedauert, bis ich ganz oben war. Und dann natürlich nochmal die, da habe ich weitergemacht, am Freitag habe ich nochmal eine Stunde reingehauen und am Samstag nochmal 3 Stunden. Weil ich halt einiges probieren musste, es war meine erste Höllenturm-Session, kann man sagen. Und dementsprechend hat man ja hier, wenn man jetzt zusammenzählt, 8 Stunden Höllenturm. Das ist schon eine Menge Spielzeit, aber es gibt halt auch eine Menge der auch, wenn man auf die 42 kommt. Und das ist noch nicht ganz passiert, ich möchte noch ein bisschen was testen. Und ich möchte unbedingt auf die 42 kommen, dann geht das nämlich. Und dann wird es aber auch bei der nächsten Season wird es wahrscheinlich relativ schneller gehen, weil ich halt die Ebenen kenne. Ich kenne ein bisschen jetzt den Turm. Ich musste mich da erstmal ein bisschen reinfinden, was so die Werte sind und was es so gibt und wie man es am besten macht. Das ist halt wie immer, wenn man irgendwas neu anfängt. Bin ich gespannt, ob ich dann schneller bin. Ich hoffe auf 1-2 Stunden weniger. Und auf jeden Fall weniger Schädelbanner, also wenn man halt rausfliegt und so weiter, wenn man was falsch gemacht hat und oder nicht richtig wusste, was man anziehen soll, dann ist es halt immer ärgerlich. Genau, aber das meiste kann man sagen, habe ich diese Woche wirklich mit auf jeden Fall Zodiac gemacht, weil auch am Sonntag ist es halt krank, da gab es halt, gut, das war sogar mit einigermaßen ziemlichem Pech, muss ich sagen, also 6 Stunden 35 won. 5 von Ausgaben für den Händler, weil man da ja Insignien kauft. Und somit bleiben halt von den 35 Wonnen noch 32 Wonnen. Aber ich habe noch eine Verzauberung gemacht von einem Giftschwert, daher 3 Wonnen nochmal plus. Das Endresultat aus all diesen Aktionen, natürlich muss man auch erst das verkaufen, aber ich habe jetzt aktuell, glaube ich, 95 Wonnen, wenn ich mich nicht irre. Wären jetzt 158,9 Wonnen in knappen 40 Stunden Spielzeit. Muss man natürlich überlegen, ist weniger als 2 Tage, aber es sind halt 2, ja, es geht in die Richtung 2 Tage in der Woche spielt man nur Meeting für das Young. Das sind jetzt viele unterschiedliche Bereiche, weil ich sag halt auch, das sage ich halt auch zu meinen Leuten immer, man kann schon Hydra oder Melee farmen, aber irgendwann, wenn man sich nicht in anderen Bereichen bewegt oder nicht flexibel genug ist, dann kann das halt richtig ankotzen, wenn irgendeine Änderung kommt, was schwerer macht und du hast keine Alternative mehr. Wenn du nur ein Hydra-Farmer bist und die Hydra wird so stark, dass du Solo nicht mehr schaffst, dann hast du halt ein Young-Problem, weil du nichts mehr machen kannst. Oder natürlich durch die ganzen Bugs, was natürlich zurzeit so ist mit den Client-Closes, da werden halt die Leute leider bestraft dafür, was ich immer noch nicht okay finde. Da habe übrigens von Support, Tickets und so weiter da. Ich wollte was machen, aber da antwortet mir gar niemand mehr. Wie wenn irgendwie gerade das Forum grundsätzlich tot ist. Max Royal schreibt auch nichts mehr zu den einzelnen Themen. Das ist schon sehr seltsam gerade. Und ja, da man verliert Passierscheine und so weiter. Und halt auch dann Geld, muss man sagen. Und Leute, macht es halt keinen Spaß, zum Beispiel Hydra zu farmen. Wenn man 15 Minuten dreimal rausfliegt, das wären dann 6 Passis. Und 15 Minuten Zeit, wo man sich nur geärgert hat. Und klar, wenn man dann nichts Alternatives irgendwann hat, auch Melee kann ja irgendwann mal sein, dass man sagt, ja, man muss jetzt irgendeine Bio-Quest oder sowas haben. Egal, was denen einfällt, es wird irgendwann wieder was kommen. Und wenn man dann nur Melee gefarmt hat, dann ist man halt relativ angekotzt natürlich, weil man nie eine Alternative gemacht hat. Deswegen, das Projekt sollte einfach mal alles aufzeigen, was so möglich ist, was ich so verdient habe. Dass Leute, die jetzt nicht unbedingt Melee oder Hydra farmen wollen, zum Beispiel auch der Kappa, muss man ganz klar sagen, den habe ich hier am Freitag gefarmt. Das war gerade mal 30 Minuten Invest für 12 Wonnen. Das war halt krank. Das ist natürlich schon heftig, aber da braucht man halt schon starkes Equip, dass man und muss halt auch dementsprechend schon weit sein. Und er wird natürlich auch gefarmt. Zu gewissen Zeiten wird er halt nicht gefarmt und da farme ich ihn halt. Genau, aber das sind halt alles Alternativen, auch Mysterious Dungeon, da werden wir nochmal reingehen
weil ich habe jetzt so ein bisschen mehr Infos geholt. Aber dass ihr einfach versteht, warum ich so viele verschiedene Sachen halt auch zeige. Weil mir macht es halt Spaß, flexibel zu leben und halt auch unterschiedliche Sachen zu machen und nicht immer nur Köpfe hauen oder Säulen hauen. Genau. So, dann kommen wir mal zu den Turmbelohnungen. Die findet man jetzt letztendlich im Postfach. Da stehen quasi alle Ebenen drin, die man so geschafft hat. Und da könnte man rein theoretisch jetzt einfach alles abholen. Natürlich, ob man das macht, weil manche Sachen, ihr seht ja hier zum Beispiel, das bräuchte man jetzt zum Handschuhe herstellen. Das kann man dann einfach nehmen. Es wird halt ein paar GM-Nachricht, wird es halt einfach zugestellt, dass man das dann abholen kann. Natürlich sind da halt auch Sachen dabei, die man dann direkt nimmt. Also ich habe die Flammen zum Beispiel, gab es 3 Stück, die habe ich direkt genommen. Die Ohara-Kisten habe ich genommen, weil da kommt halt oftmals halt vielleicht manchmal auch so ein letztendlich Nebel-Jedit Armband oder so mit 2 Prezi raus, was ich zurzeit suche. Und deswegen tue ich die auch gleich raus. Wir können ja mal probieren, ob man alles annehmen kann. Das können wir gerade mal machen. Jo. So. Ja, jetzt müsste eigentlich alles leer sein. Ja, okay. Nicht alles, weil mein Platz ausging. Gut, die ganzen Runen und sowas. Das seht ihr ja auch, diese tragbaren Jedit-Adern. Da muss man halt jetzt mal schauen, dass man alles zusammensteckt und dann mal schauen, wie viel da rauskommt. So, da hätten wir es auch schon. Also, was mir halt noch fehlt, ist Ebene 42. Da gibt es 4 von diesen normalen Segnungen. Aber das sind jetzt mal so die Ausbeuten, die noch so rauskamen. Im Endeffekt die 16 Lederhärter, 16 Lederhärter Plus. Wenn man da natürlich in der 40. Ebene noch ein bisschen höher kommt, dann werden die, da gibt es die im 5er Stack. Dann habe ich noch ein paar Schatztruhen gefunden, die kann ich auch gerade öffnen. Weil genau deswegen suche ich es halt. Vielleicht kommt da irgendwann mal 2 Prezi Wert raus. Oder halt auch Talis kommen da irgendwie auch besser mit 2er Werten raus. Und ansonsten, natürlich, was mich ein bisschen ärgert, die kann man halt nicht stapeln und die sind normalerweise auch nicht lagerbar. 14x Accelerator 30% finde ich ganz nice, weil da kann man dann schon ein bisschen was damit anfangen und seine Sachen so ein bisschen 6. 7. bonieren. Und das natürlich bringt vielen hier nichts, gerade die Handschuhzeichnungen, das kam jetzt aus einer Season, 141 Stück, aber zum Handschuh herstellen und da machen wir jetzt noch was dazu. So, hier haben wir jetzt noch einen Deal. Ich habe jetzt gerade auch wieder One eingenommen. Bänder sind weggegangen und da Machtsteine der Dämonen plus 3. Er möchte hier jetzt einfach nur im Endeffekt eine Verzauberung drauf haben. Das machen viele halt, um Low Level halt letztendlich ein Element zu haben, um mehr Damage zu machen. Ich frage ihn jetzt einfach mal, was welches Element. Das ist nämlich immer wichtig. Und dann kostet es halt bei uns, wie gesagt, 3 Won. Das macht unsere ganze Gilde, also man muss nicht unbedingt bei mir machen. Die meisten sind wirklich vertrauenswürdig. Also wenn, dann kann ich euch sagen, wen man dann vertrauen kann, wenn ihr das machen wollt. So, wir machen jetzt einfach mal Feuer drauf. So, da kaufe ich meistens immer halt, wenn ich auf irgendwelchen Chars diese Medaillen habe, da kaufe ich diese Schriftrollen. Und dann probiere ich es. Man braucht da 3 Mille Yang, dass man es einfach mal so ein bisschen nachverfolgen kann. Gut, bei dem hat man jetzt relativ Glück. Sogar einen 6% Sprung, das freut mich für ihn. Und in dem Fall, erster Erfolg bringt mir natürlich mehr, weil ich weniger ausgeben musste. Aber 3 Won ist echt ein fairer Preis. Dann kann er das gleich rüberhandeln und dann passt das Ganze. Er hat ziemlich Glück gehabt, weil 8% ist Maximum, zack. Und so ist der Deal und so funktioniert es bei mir. Also wenn ihr auch was machen wollt, gönnt natürlich dem No-Cash-Projekt und vielleicht auch ein paar Leuten von meiner Gilde, wenn die auch bonieren können. Ja, das mal auch so als Zwischenbeilage wieder. So, dann werden wir jetzt mal einen Live-Handschuhversuch machen. Das kostet mich im Endeffekt 11 Won. Das hatte ich auch im letzten Video schon erwähnt, dass da irgendwelche Scheiße gelabert wird. Im Endeffekt kostet der Handschuh immer 11 Won plus diese Herstellungsmaterialien und 100 Gaia. Und das bei jedem Versuch. Und das werde ich jetzt einfach mal zeigen, wie das funktioniert. Im Endeffekt braucht man 10 Won in Yang. Das heißt, ich wende jetzt mal schnell um. Weil das ist das Ganze für die Gildenkasse. Das muss man einmal hier einzahlen. Quasi in Yang. Weiß auch nicht, warum man das so gemacht hat. Und es wird dann halt in Won abgehoben. So, nun auf dem Gildenland, da muss man dann einmal, weil wir den schon haben, da können wir jetzt rein theoretisch den Runenstein kaufen. Ist eigentlich auch komplett behämmert, warum man das so macht. Weil im Endeffekt kann man jetzt
hier keinen mehr rauskaufen. Das heißt, man muss jetzt erst abbauen, weil seht ihr ja, weil das wird immer rumgetratscht, dass ich quasi hier 10 Won einstecke von den Gilden-Membern und den Runenstein immer für einen Won kaufen kann. Was eigentlich komplett behämmert ist, weil seht ihr ja, dass es gar nicht funktioniert. Genau, und dann macht man Gildenhausbau und muss erstmal somit das alte Gildengebäude abreißen, was auch eigentlich schon von der Funktion her sehr seltsam ist. Das heißt, das muss ich jetzt löschen und dann muss ich das Ganze einfach wieder aufbauen. Das kostet halt nur Yang, also keine Baumaterialien oder ähnliches. Ich muss es halt nur wieder frisch platzieren und ich stelle es halt immer schön hin. Dann auf OK und dann sind 10 Won im Endeffekt abgehoben. Und erst dann kann ich wieder erneut diesen Runenstein kaufen, den man ja braucht, um Handschuhe herzustellen. Das heißt, das hat mich jetzt 11 Won gekostet. Es kann natürlich fehlschlagen, es kann klappen. So ein Handschuh gibt 30 bis 35 Won. Wäre natürlich das erste Plus für den Montag, wenn es klappt. Und natürlich ein Minus, wenn es nicht klappt, aber das weiß man eben nie. Deswegen tryen wir es jetzt einfach mal. So, hier oben bei Meister Chi, da kann man das machen. Ich wollte es euch einfach mal zeigen, wie dann so eine Handschuhherstellung auch läuft. Wir tryen es einfach und jawohl, hergestellt. Das sind jetzt 30 bis 35 Won. Somit macht es einen Gewinn von 24 Won. Also schon mal 24 Won am Montag eingenommen. Das ist schon mal sehr gut. Man könnte ihn jetzt bonieren und switchen, weil ich habe halt auch Boniere und einen Switcher. Vielleicht kommt irgendwas drauf, aber das gibt halt nicht viel. Deswegen, ich verkaufe den meistens blank. Vielleicht auch ein bisschen billiger. Mal schauen. Ich habe jetzt hier einfach mal so einen random Comet Picker genommen, dass wir einfach für die Schlangentruhen hier das Tool hier benutzen. Und dann werden wir einfach schauen, wer jetzt hier alles richtig geraten hat. Und da haben wir einmal Rolex OG, da werden wir jetzt schnell prüfen. Das passt auf jeden Fall. Du kannst einfach in die Kommis schreiben unter dieses Video mit deinem YouTube-Namen und deinen Ingame-Namen sagen, dann kriegst du es ins Postfach geschickt. Dann können wir eigentlich gleich den anderen raussuchen. 4 Stück waren's, das haben wir ja ausgeschrieben. Leider nicht, aber danke auf jeden Fall für den Kommi. Das dauert manchmal ein bisschen. Manche Leute haben mitgemacht, sogar relativ viel. Da kann man eben auch sagen, das habe ich auch gerade geprüft. Also du kannst dich auch melden, dann gleich den nächsten. Geht ja relativ flott, haben schon ein paar gesehen. Und natürlich sollte man die Minute dann auch schreiben. Ja, auch Simply Good kann sich auch melden. Hat auch eine gewonnen. Und dann haben wir noch eine übrig. Und somit, ja, Simply Good hat schon eine. Es sind müssen vier unterschiedliche Leute sein. Schlangensteine handelbar, ja, sind sie. Das ist auch interessant, so könnte man auch irgendwie Ninja-Helm mit Ritu haben, so könnte man Commentaries bearbeiten, das ist auch interessant. So, ja, richtig. Also, er hat die letzte gewonnen. Meldet euch einfach unter das Video mit eurem Ingame-Namen, dann kriegt ihr die paar Postfach zugeschickt. Gut, das wär's für den heutigen Part. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bleibt dran am Projekt und würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Lasst ein Abo da, ein Like und kommt heute Abend 20 Uhr im Stream vorbei. Bis dann, tschüss.